Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Railway Empire 2. Spät am Abend, ich bin immer noch nicht wieder fit, aber wir nehmen hier die ersten Folgen dieses fantastischen Spieles auf. Schön, dass ihr dabei seid, deswegen auch ein bisschen kürzere Folgen, weil ich mich noch ein bisschen schonen muss. Und wir sind hier sehr, sehr langsam unterwegs. Also wäre schön, wenn wir demnächst mal größere Loks bekommen. Dieser Zug hat sich irgendwie in der Fahrt neu gestartet. Keine Ahnung warum. Möglicherweise, weil wir den Versorgungsturm da einfach so hingebaut haben. Und ja, ich bin mal gespannt, wenn er ankommt, was wir da verdienen und ob das überhaupt klappt und so weiter und so weiter und so weiter. So, das mit dem Zucker, das funktioniert hier gar nicht so gut. Wird gar nicht so viel Zucker hergestellt. Eventuell. Doch, die brauchen Zucker hier in der Stadt. Okay. Und wir haben hier Probleme mit der Produktion. Warum? Fleisch ist doch genug da. Huh. Da kommen zum Beispiel wieder ganz liebe Kühe. Die werden da ganz lieb gestreichelt. Sehr lange und ausführlich. Bis denen das so langweilig ist mit dem gestreichelt werden, dass die dann einschlafen. Ganz lieb, ne? So ist das nämlich. Genau. So, macht denn dieser Expresszug hier jetzt Gewinn? Müssen wir erst ein bisschen rauszoomen, ne? Ihr kennt das ja schon. Jo, Gewinn macht er. Die Aufgabe erfüllen hilft da auch. Wird also irgendwie schon klappen. Fragt sich nur, wo ist unser Bierzug? Da ist er. Ist jetzt noch nichts verdient, aber ist gleich in Boston. Und damit sollten wir dann die Zufriedenheit ankurbeln. Ihr erinnert euch, die 40-60-Regelung, 60% statt wächst, 40% drunter statt sinkt. Schrumpft. Was ist denn das für ein Wetter? Uah. Uah. So, und da ist es gleich soweit. Ich bin gespannt. Wir haben unterwegs Ladung verloren, das ist okay. Also ist eigentlich nicht okay, aber passiert halt offenbar. Ah ja, und wir müssen erst warten, bis er wieder am anderen Ende ist. So, das heißt, wir gehen mal kurz auf Pause. Und ich würde jetzt mal auf Verdacht. Ja, so mal einen zweiten Zug einsetzen. Würde ich sagen. Was wiederum bedeutet, dass wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen, um das hier auszubauen. Mit einem Passierstück A38. Dann machen wir mal. Ich hoffe, das geht dann da weg. Offenbar nicht. Okay, wo ist das denn hin? Geht der überhaupt zurück, der Zug? Auf die Linie, wenn er von hier kommt? Jo, der kann da hin. Muss das noch irgendwie anders lösen? Warte mal. Machen wir mal hier nur. Mal hier nur auf dem günstigen Stück. Eine Passierstrecke. Ohne die Brücke. Na. So. Das sollte eigentlich passen. Und dann müsste ja der zweite Zug hier loslegen, ne? Jawohl. Gut, die Frage ist dann halt, wie viel kann der jetzt dann auch nochmal mitnehmen? Okay, Personen. Jetzt, wenn wir das ausbauen. Ja.
mehr Nachfrage nach dem Bier. Sollte dann auch hier in der Brauerei nach mehr Nachfrage nach Korn führen, 1,2. Mal schauen. Gemischt. Nimmt der denn wirklich... Was ist denn hier eigentlich das Problem? Dass der hier keinen Zucker bekommt. Versteht das nicht? 14? Wieso nimmt der hier keinen Zucker mit? Da haben wir auch noch irgendwas falsch. So. Gucken wir mal. Da kommt er an. Nimmt Zucker mit. 1. Aha. Ist die Produktion zu klein? Sind wir zu weit weg? Würden wir mehr aufnehmen, wenn wir näher dran wären? Weil der macht ja 13. 1,6 pro Woche. Ah ja, warte mal, das gucken wir mal. Und der braucht 9 Tage. Ja, der nimmt wirklich nur einen Zucker mit pro Fahrt. So, da kommt der leere Bierzug zurück. Der hat aber Fleisch dabei. Okay. Ach, wie cool. Das heißt, das ist noch niemals eine Leerfahrt, weil die brauchen Fleisch und dies bringt er jetzt mit. Das ist ja gut. Oh, ist das gut. Eieiei, ist das gut. Alter, das müssen wir uns aber näher angucken hier. Und wir können die Effizienz des Fahrbetriebs erhöhen, erhöht die Maximalgeschwindigkeit aller früheren Lokomotiven bis einschließlich der John Bull um 5%. Ah, das ist ja wirklich gut. Das heißt, der andere Zug, der jetzt da runterfährt, das gleiche, ne? Der nimmt dann auch wieder Fleisch mit. Wir gucken mal, ob das hier mit dem Bahnhof passt. Ja, und der muss warten und warten und warten, das ist nicht gut. Das hier müssen wir noch umbauen. Irgendwie muss man das doch von hier. Wie konnte man denn nochmal abreißen? Da. Ja, der fällt ja auch falsch ein, ne? Ja, der müsste eigentlich hier in dem dritten Gleis rauskommen. Dann hier einfädeln. Das bauen wir gleich. Erst warten, bis die Züge durch sind, weil sonst die wieder resetten oder so. Hä? Wo sind wir hin? Oh nein. Oh nein. Wir sind beide resettet. Oh nein. So, mal schauen. Also hier. Hier ist alles noch Töfte. Oh, ist das ärgerlich, Leute, das tut mir leid. So. Und jetzt kommt der hier rein. Und dann muss der von hier... da rein. So müsste es gehen. Dann kann der da zurück. Das Gleis und da lang. So müsste es gehen. So, die Frage ist jetzt, wo sind die Züge? Der nimmt jetzt hier nochmal auf. Oh nein, das ist alles resettet. Nee, er hat das Fleisch verkauft. So, offenbar dahin teleportiert. Hat die Route aber jetzt nicht abgeschlossen. Ah,
ist wieder voll geworden mit Bier. Okay. Gut. So, dann gucken wir mal. Du musst eh erstmal nur warten, bis der ankommt. Was ist mit den anderen Zielen? 155, 320. Boston nach Portland. Die Frage ist, wenn wir hier einen zweiten Zug einsetzen, wird das besser? Mit dem Blitz-Express-Zug. Könnten wir machen, ne? Müssten wir wahrscheinlich sogar machen, damit... Das haben wir im Tutorial gelernt. Wenn die Leute zu lange auf einen Zug in einem Bahnhof generell warten müssen, fahren sie auch nicht. Und das sind 9 Tage, bei 10 Tagen drehen die durch, war das, glaube ich, ne? Wir gucken mal, ob das zu einer deutlichen Verbesserung führt. So, und hier haben wir immer nichts verdient. Und hier verdienen wir nichts, weil total selten Zucker gebraucht wird. Und hier wartet der zweite Zug auf Einsetzung. Das ist, weil der hier gerade loszuckelt. Aber wo ist denn jetzt der Albany, Boston? Hier. Warum? Achso, der ist in Boston angekommen. Hat natürlich ja nichts verdient, weil, ne, wird ja immer... Wird ja immer erst berechnet, wenn der beide Richtung gefahren ist. Ja, und hier wird es auch langsam eng. Getreide. Aber das Albany einmal im Stop. Einfach nur diese kurze Strecke, um die Brauerei zu versorgen, bringt so viel, ne? Das ist Wahnsinn. So, wir müssen hier mal eine Erweiterung bauen. Und zwar ein Wartungsdepot. Und wir müssen ein... Achso, da ist einer, okay. Aber Wartungsdepot fehlte halt. So, und hier sind jetzt auch beide Züge im Einsatz und da bringt er wieder das Fleisch und ist sehr langsam. Und der andere bringt das Bier. Würde ich gerne noch sehen, wie das Ergebnis aussieht. Bilanz des letzten Quartales. 1,2 Millionen. Sieht doch gut aus. Wir haben 1,7 Strecken investiert, das ist Wahnsinn. So. Dann schauen wir mal kurz. Ja, Zuglinger Neger, das haben wir gleich. Beruhige dich. Das sind die beiden hier. Die werden auch beide angezeigt. Der hier und der hier. So, und jetzt kommt nämlich der, jetzt überkreuzen die sich gleich hier. Ja. Wieso? Achso, das ist der. Und der ist schon angekommen. Ah, da ist er, okay. Der hat noch nichts verdient. Da müssen wir bei dem hier gucken, okay. Ich bin so aufgeregt. Gleich ist es soweit. Ja, und dann würde ich auch langsam ins Bett gehen. Ganz ehrlich, Leute. Aber auf jeden Fall wollte ich euch noch hier die Folgen bringen. Das heißt, gleich noch schneiden, rendern, hochladen. Neues auf Garderobe Plus dann alles. Warum ist er so langsam? Jetzt so steil hoch. Boah. Okay. Krass. New York City. Negative Bilanz. Das ist auch negativ. Hä? Wie schnell das manchmal geht, ne? Wie schnell der jetzt wieder angeflitzt kommt. Okay. Sind wir bei Istanbul?
Beide noch nichts verdient. Was hat der jetzt geladen? Auch noch mal ein bisschen Fleisch. Okay. Ja, das ist etwas blöd, ne? Wenn der dann die Strecke sozusagen zurücksetzt, beziehungsweise den Zug zurücksetzt. Dann bin ich mal gespannt. Und natürlich, klar, ne? Wenn jetzt die Züge zurückgesetzt wurden und er hat ja kein Bier abgeholt, weil ist wahrscheinlich deswegen auch dann nochmal die Getreidelinie etwas weniger wert. So, Leute. Gleich haben wir's. Der macht's nochmal besonders spannend. Aber wir sollten gleich vom Baum der Erkenntnis naschen, was denn hier jetzt Phase ist. Na komm, Kollege. Du schaffst das. So, die erste Fahrt ohne irgendwelche Unterbrechungen. Ich bin gespannt. Wird das eine lukrative Geschichte? Wird entladen? Und da sehen wir Bilanz 16.000 oder pro Woche 3.400. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr herzlich für eure Anwesenheit in dieser ersten Staffel. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie wir. Wenn ihr das Spiel selber erwerben wollt, Link in der Videobeschreibung, würde mich unterstützen. Und alle neuen Folgen gab es bereits als Folge 1 erschienen, ist auf Gardero Plus. Schaut da gerne mal vorbei, da kommen dann auch demnächst die nächsten Folgen. Hier wird wieder Bier angehangen. Wunderbar. Wir sehen uns in der nächsten Staffel wieder. Jetzt gehe ich mal rendern. Macht's gut. Tschüss.